Na Leute, willkommen zu einem neuen Kanal mit einem Zeitschriften-Review. Naja, Review ist eher das falsche Wort. Weil Computerbild passt irgendwie nicht so richtig hier auf den Kanal. Deswegen werden wir die Zeitschrift gar nicht durchblättern. Und ihr werdet euch fragen, warum zeigt er eine Computerbild? Ja, das hat eine ganz besondere Wandnetz. Man sieht es auf den ersten Blick überhaupt nicht. Es ist total unscheinbar. Man würde am Kiosk einfach dran vorbeigehen als Lego-Fan, sag ich mal. Aber klappt man das Ganze auf, lacht einen hier eine limitierte Karte an. Und zwar aus dem aktuellen Star Wars Trading Cards. Aus der Serie 3. Der Kopfgeldjäger Boba Fett, die LD10. Haben nämlich jetzt gesehen, auf der Blue Ocean Webseite gibt es eigentlich die Übersicht über alle limitierten Karten. Das wird sehr lustig, entgegen meiner Vermutung, dass es noch weitere neue Multipacks gibt oder so irgendwas. Oder Tints. Nein, gar nicht. LE10. Wir haben LE1 bis 9 haben wir ja schon. Dann haben wir LE10 drin und ab LE11 bis, ich glaube, LE30 oder sowas. Jeden Monat in dem Lego Star Wars Magazin. Nichts anderes. Kein Ninjago Magazin, kein gar nichts. Immer nur Lego Star Wars Magazin. Das heißt, es zieht sich jetzt noch über, ich glaube, weit über ein Jahr hin oder so irgendwas. Ich glaube, das geht bis nächstes Jahr rein irgendwie. Das wird lustig, ja. Aber gut. Das heißt, die nächsten Star Wars Magazine wird es hier immer auf dem Kanal geben. Hier sieht man auch nochmal die Box, die Boosterbox. Und wie gesagt, ich blätter das heftig durch, aber es gibt einen Punkt in dem Heft drin. Hier. Da. Gratis Sammelkarten. Und zwar haben die was ausgekaspert hier mit dem Blue Ocean Verlag, dass man ein gratis Boosterpack zugeschickt bekommt. Ja, wie das geht, werde ich natürlich hier erzählen. Dazu müsstet ihr euch die Zeitung kaufen, weil ich weiß auch nicht, dass ich Ärger bekomme hier mit dem Blue Ocean Verlag oder mit der Computerbild oder so irgendwas. Deswegen sage ich da nichts zu. Nur der Hinweis, wenn ihr euch die Zeitschrift kauft, die kostet übrigens 4,90 Euro, bekommt ihr nicht für die limitierte Karte, sondern könnt euch quasi auch ein gratis Booster-Pack besorgen über den Blue Ocean Verlag. Ja, das heißt, das hat einen Wert von Euro. Dann sind wir noch bei 3,90 Euro. Und ja, die limitierte Karte, was die für einen Wert hat, könnt ihr euch jetzt überlegen. Also 3,90 Euro würde dann im Endeffekt die limitierte Karte kosten. Es gibt auch die Möglichkeit, das Heft für 5,90 Euro zu kaufen. Dann ist noch eine DVD dabei. Und auf der DVD ist dann, was man das hier sehen kann. Ne, hier sieht man es nicht. Hier. Da ist dann ein Film dabei, Exposed mit Keanu Reeves. Der ist aber auch nicht wie sonst, dass es eine Video-DVD ist, die dabei ist. Und auf der Rückseite des Papierschubers ist ein Code drauf. Und mit dem Code könnt ihr das dann online abrufen auf netzkino.de. Genau. Und ansonsten Software und so ist noch da drauf. Ja. Sonst ist eigentlich nichts weiter zum Thema Lego Star Wars hier mit dabei. Von daher eher weitestgehend uninteressant, das Heft. Wird auch die einzige Karte sein, die hier drin ist. Also, wie gesagt, laut der Übersicht der limitierten Karten von dem Blue Ocean Verlag kommt da nichts weiter, sondern nur in der Computerbild hier einmalig. Und ansonsten immer im Lego Star Wars Magazin, wie gesagt. Wenn ihr aber keine Lust habt, euch die Zeitung zu kaufen, habe ich eine limitierte Karte hier für euch. Ich habe mir die Zeitung nämlich noch ein zweites Mal gekauft, damit ich wieder eine limitierte Karte hier auf dem Kanal verlosen kann. Und ja, die macht es, ist natürlich jetzt noch besonderer, sag ich mal, weil, wie gesagt, ihr müsstet euch die Zeitung nicht kaufen, ihr braucht natürlich auch das Glück, die Karte zu gewinnen, das natürlich. Deswegen, wer die limitierten voll haben will, sollte sich natürlich vielleicht lieber für die 4,90 Euro die Zeitung kaufen. Aber ich habe das Video extra frühzeitig aufgenommen, also die ist ja jetzt, glaube ich, einen Monat lang erhältlich, die Computerbild. Die kam am 11.3. kam die raus. Ich gucke gerade mal, die nächste kommt am 25.3. Zwei Wochen. Erscheint alle zwei Wochen die Computerbild. Okay. Also zwei Wochen habt ihr Zeit, die Zeitung zu kaufen. Wie gesagt, 4,90 Euro hier die normale, 5,90 Euro mit DVD. Kann auch sein, dass es noch weitere Versionen gibt, aber wenn es euch um die Karte geht, ist die für 4,90 Euro am besten. Wie gesagt, ihr könnt sogar noch einen Gratis-Booster abgreifen beim Blue Ocean Verlag. Ja. Oder hier die limitierte Karte gewinnen. Wie immer, was ihr dafür tun müsst, kennt das Spiel, Abonnent des Kanals sein, dem Video einen Daumen nach oben da lassen und einen Kommentar verfassen mit dem Hashtag Star Wars. Und seid ihr im Lostopf. Steht aber alles nochmal in der Teilnahmebedingung in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall rein. Ich wünsche allen Teilnehmern, drücke ich die Daumen. Ganz viel Glück. Und ja, das
was zu dem Gewinnspiel. Ansonsten, was haltet ihr denn davon, dass in einem Computerbild eine Karte vom Lego Card Game ist oder von Lego Trading Cards? Ich war etwas verwundert, muss ich sagen, als ich die Übersicht gesehen habe. Aber schreibt mir noch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht auch, was ihr generell von der Computerbild haltet, wenn ihr wollt. Ja, also ich bin froh, dass ich die jetzt habe und dass ich auch nicht verpasst habe oder so irgendwas, weil das ist bei so exotischen Sachen ja immer mal so. Ich habe beim Jurassic World Trading Card Game, da war dann im Dinosaurier Magazin, war da mal eine Karte drin oder so irgendwas. Ja, die meisten sind auch im Jurassic World Magazin, aber ja, das sind so Sachen, da achte ich am Kiosk normalerweise nicht drauf. Deswegen ist es immer wichtig, diese Übersicht sich anzugucken. Ja, gut. Wie gesagt, schreibt mir mal alles, was euch dazu einfällt, in die Kommentare. Und ich glaube, dann werde ich das Video auch gar nicht länger machen als nötig. Denn wie gesagt, es bringt nichts, hier durchzublättern. Es sind keine interessanten Themen für uns drin hier. Und ja, haut mir alles, was euch zum Thema Computerbild, aber hauptsächlich zum Thema Lego Star Wars, Lego und den Trading Cards einfällt, haut es in die Kommentare. Lasst uns da mal ein bisschen drüber quatschen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen wollt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denkt aber auch daran, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn ein neues Video online geht. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.